Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videos, wie wir den Weinberg bauen. Ich habe schon mal angefangen, ein bisschen rumzuprobieren, wie wir denn die einzelnen Weinstöcke am besten bauen. Ich habe jetzt mittlerweile eine Methode gefunden, da sieht es etwas so aus. Wie wir das machen, das werde ich euch noch anhand von ein paar Fotos zeigen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Zuallererst haben wir die Drähte auf 80 mm geschnitten, dann einmal in der Mitte geknickt, dann immer zwei Stück zusammen, am Ende in eine kleine Flachzange und dann verdrillt, dass die dann so aussehen, wie man das hier sieht. Man sieht jetzt hier auch ganz grob die Abmessungen. Im Anschluss werden die jetzt mit dem Grasflockkleber wieder eingestrichen und mit ganz feinem Sand bestreut. Wir verwenden dazu aktuell hier ganz feinen Sand von der Firma Faller und lassen das dann wieder trocknen. Die nächste Stufe ist erreicht. Es ist alles mit Kleber eingestrichen worden und mit Sand bestreut. Als nächstes wird es jetzt dann alles mit braunem Sprühlack besprüht. Mittlerweile ist alles durchgetrocknet. Die Filterwarte ist vorbereitet, ganz fein zerrupft. Dann mit einem Seitenschneider die zu langen Drahtenden abschneiden. Jetzt nehmen wir den Kleber. Wir verwenden hier eine Uhu-flinke Flasche. Streichen die Drahtenden ein und bekleben diese mit der Filterwatte. Nachdem wir die Filterwatte aufgeklebt haben, sieht es so aus. Die Filterwatte war abgetrocknet, dann habe ich sie besprüht. Ich zeige es euch kurz mit diesem Modellbaukleber und anschließend hier mit diesem Laub bestreut, sodass das Ganze jetzt so aussieht. Zum Abschluss habe ich dann gerade alles nochmal mit Modellbaukleber eingesprüht und jetzt lassen wir das wieder trocknen und dann schauen wir einfach mal, wie es ausschaut. Das war's dann mal wieder soweit hier aus der Bastelstube. Teil 3 wird Folge, wenn wir das Ganze dann wirklich in den Weinberg einbauen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, empfehlt es weiter. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, tschüss.